Oh Mann, Leute, das Spiel macht mich fertig. Kein Gelb Mais, nix. Dabei steht gelber Mais, wird aus süßem Mais gemacht. Also erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Dorf des Himmelsbaumes. Und um wieder den Anschluss von der letzten Folge zu finden, ja, ich wollte ja gucken, wie viel gelben Mais ich habe und kein gelber Mais. Dabei steht Gras, Mittel und kein, also auf Gras soll er gepflanzt werden, auf mittlerer Höhe und es ist kein besonderer Dünger notwendig. Und sieh an, es ist nichts passiert. Was soll ich tun? Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, weil ich glaube, es regnet. So, das ist fies. Ist das denn, ich weiß nicht, ist das denn nicht Gras da? Ist hier auf der Höhe kein Gras? Also da unten ist auf jeden Fall Gras. Nee, das ist kein Gras hier. Shit. Aber ich kann ja jetzt, wenn ich will, hier mal versuchen, den Romanesco zu züchten. Ich weiß nicht. Ja, stimmt, hier oben, das ist ja... Hier wird es ja ungrasig. Boah, ich habe keine Ahnung. Das Schlimme ist ja auch, dass hier alles grün, also alles weiß ist. Deswegen sieht man immer nicht, wo es dann grün ist und so. Kennt ihr das? Das ist sehr verwirrend. Ich habe doch keine Ahnung. Verdammt. Mann, ey. Ich bin zu doof für das Spiel. Was ist hier so? Schau wie man mit rum. Hier ist jetzt wiederum Gras. Hier wieder nicht. Was sind das hier für dreckige Psychospielchen? Hier ist jetzt auch Gras, ne? Ja. Und hier ist auch Gras, ne? Und hier auch. Dann mache ich hier einfach. Dann versetze ich das Grasfeld einfach von da nach hier. Warte mal, da habe ich hier eins. Hier eins. Ich versuche das möglichst alles auszunutzen. Auch wenn ja eigentlich nichts angebaut werden sollte ursprünglich. Ich mache es jetzt trotzdem. Und Not macht quasi erfinderisch. Guck mal, hier ist jetzt auch Gras. Vorne ist aber bestimmt auch Gras. Ich bin verzweifelt, ja. Hier müsste da auch Gras sein. Nee, nicht mal ganz. Das ist nicht mal durchgängig Gras. Ich werde wahnsinnig. Okay, gut. Ich gehe jetzt erstmal. Ich gehe auf Romanesco. Ich gehe auf Romanesco jetzt. Ich baue jetzt überall verdammt Blumenkohl an. Brokkoli. Wie viel Brokkolisaat habe ich denn noch? Brokkolisamen, 90 Stück. Na gut, dann werden die jetzt erstmal rausgehauen und dann den Rest. So, gucken wir mal. So. Hier Brokkoli und da Brokkoli. Der Untergrund muss ja halt grün sein. Und ich sage dir, liebes Spiel, wenn das wieder nicht funktioniert, ich schwöre bei Gott, ich raste aus. So. Ich will doch nur Romanesco haben. Verdammtes, blödes, ekliges, schwabbeliges Romanesco-Gemüse. Okay, schwabbelig soll es nicht sein, aber es soll Romanesco-Gemüse sein, bitte. Mann, ey. Das Spiel macht mich mental fertig. So. Okay. Hier. Dann nach hier. Dann gehen wir nach hier weiter. Oh ja. Das werde ich alles von Hand gießen. Und ihr werdet weinen, ihr werdet schreien. Und ich werde trotzdem weitermachen. Das wird alles hier Pain in the Ass. Das kennt man ja. Aber hey, ich will Romanesco haben. Und jetzt muss ich hier alles von Hand gießen. Stewie, der faule Sack, macht ja hier nichts. So, hier weiter. Oh Gott, das alles dann noch düngen. Und oh Gott. Please. Und wehe. Ich sag's euch. Ich sag's euch im Guten. Wenn da jetzt kein Romanesco rauskommt am Ende, dann nehme ich das Spiel und mache vermutlich nichts damit, weil es Geld gekostet hat. Aber ich würde es am liebsten aus dem Fenster werfen. Das würde ich am liebsten tun. Genau das. So. Was? Was ist los? Gepflügtes Land, 3000. Das ist irgendwie traurig und cool zugleich. So, jetzt, Brokkoli. Brokkoli-Go! Brokkoli fürs ganze Land. Brokkoli wird nie verkannt. Brokkoli, yeah! Das ist alles gruselig. Ich bin wie so ein Freak. Ich muss mich auch noch beeilen, weil, ein gewisser Sam hat auch nicht ewig seinen Laden offen.
Ist das krank, was ich hier mache? Nein, oder? Das ist normal. Das ist halt Harvest Moon. Gotta catch them all. Ich will jede Pflanzenart hier erkundet haben. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, will ich das? Ja, bestimmt. Das ist ein netter Zeitvertreib. So, okay. Die Moskitofischmischung. Ich weiß nicht. Warum habe ich eigentlich eine Gerstenmischung? Die habe ich außerdem gekauft. Da wollte ich Gerstensamen kaufen, war irgendwie total unter Drogen, keine Ahnung, und habe Gerstenmischung gekauft. Keine Ahnung, was da mit mir abging. So, das können wir auch mal einlagern. Ne, warte mal, ich kann ja wieder etwas Dünger herstellen. Dünger? So. So, Sam, wo ist mein Mann? Sam ist mein Mann. Also, er ist nicht mein Mann, aber er ist mein Mann, wenn es um Saatgut geht. Was die Sache irgendwie nicht besser macht. Vergesst einfach, was ich sage. Wo ist Sam? Da hinten. Wupp, wupp. Hoffentlich. Oh, Mädel, renn doch nicht irgendwo dagegen. Es ist so, yeah, ich muss mich beeilen. Und sie dann so, yeah, ich bleib wo hängen. Hi, Sam. Mein Magen meldet sich und sagt, Essenszeit. Ach, Sam. So, großeinkaufbar, Sam. Einmal bitte all den Brokkolisamen, den du hast. Bebe. Tomate, Futtermais. Wo war denn da Brokkoli? Es wird immer mehr hier. Was gleichzeitig auch gut ist, weil das bedeutet, dass ich Fortschritte mache. So, und Dünger. Show me what you got. So. Wenn ich einmal hier bin, könnte... Okay, so viel dazu. Ich würde gerade sagen, wenn ich einmal hier bin, könnte ich einmal mit Melanie reden. Und Melanie so, nö, piss dich. Und ist einfach weggebloppt. Menno. Gut, jetzt will ich gleich nochmal ganz kurz, wenn ich hier bin, gucken, ob der liebe Doc... Ne, er wird Brücken haben, aber was brauche ich denn dafür? Ich brauche ein paar Brücken, Doc. Dockstatue, Zaun, Düngerlager. Also keine Brücken? Ey, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Vermutlich muss ich die Quest abgeben. Großes Haus. Mithril und Glas. So ein großes Haus könnte man sich mal gönnen. Ich muss auch wieder öfter in die Mine gehen. Das mache ich wirklich viel zu selten. Allein fürs Gold und mir wurde auch gesagt, ich brauche auch Reischollkost und sowas für die Hochzeit. Ah, aber heute ist erstmal noch Brokkoli-Tag. Mit lustigem Brokkoli-Spaß. Oh Mann, was tue ich mir eigentlich nur an? Habe ich mich eigentlich um die Tiere heute gekümmert? Nee. Ach, wer braucht schon einen Tierschutz? Ich will Romanesco-Gemüse. Wer braucht schon Tierschutz, wenn man Romanesco-Gemüse hat? So, komm. Nee, ich will keinen Kompost. Nee. So. Und so. Okay, hier oben. Ja, eigentlich brauche ich das jetzt hier auch nicht mehr, aber komm. Was mache ich hier eigentlich gerade? Hört mal auf damit. Mädel, gieß doch einfach die Pflanze, ja? Danke. Ah, manchmal ist das ein ganz schön verrücktes kleines Mädchen. So, das hier haben wir jetzt alles. Ach ne, hier. Oh, hier habe ich was gepflanzt. Oh, stimmt. Oh. Darum muss ich mich eigentlich auch nicht mehr wirklich kümmern. Das ist eigentlich auch egal. Ja, hier, so, fertig. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt so viel Zeit zu verschwenden. Gut. Okay. Mädel. Schlag dich. Du kriegst gleich einen Nackenklatscher. Aber einen richtigen. So, Brokkoli. It's a Brokkoli. Ich mag Brokkoli. Oh, meine Mutter hat damals, als ich ein Kind war, immer übelst den geilen Kartoffelauflauf gemacht. Aber auch so Brokkoli und Möhren. Und Kartoffeln, das habe ich... Warum tue ich eigentlich schon oben das Zeug aussehen? Bin ich dumm? Das fand ich als Kind so lecker. Ist jetzt aber so selten gemacht und irgendwann hat sie ganz aufgehört, das zu machen. Das fand ich als Kind super traurig. Meine Mutter konnte nicht viel, aber das konnte sie gut. Das klingt so, als ob sie tot wäre. Ah, dann war sie super. Und jetzt, immer wenn ich mir das jetzt wünsche, sagt sie immer, das ist zu viel Aufwand. Mama, das finde ich traurig. Verwehrt ihrem Kind den Kartoffelauflauf, weil es zu viel Aufwand ist. Schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte gegessen habe.
glaube, ich habe sie mal überreden können, da war ich vielleicht 12 oder so das letzte Mal. Und jetzt bin ich mehr als doppelt so alt. Oh mein Gott, ich bin so alt. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Sad life. So. Und bei euch so? Ich erzähle wieder sehr viel Persönliches von mir in den letzten Folgen, habe ich das Gefühl. Hallo? Okay, jetzt nicht so persönlich, dass mal ein Typ mir irgendwie Kohlsuppe gemacht hat und dass meine Mutter mir damals irgendwie Kartoffelauflauf gemacht hat. Das sind jetzt, glaube ich, nicht so die mega intimen Informationen, aber ja, ja, erfährt man auch trotzdem nicht von jedem. So. Nein, Leute, nachdem ich, hallo Mädel, hör auf damit, nachdem ich das alles jetzt gegossen habe, bin ich aber noch nicht fertig. Ich muss es noch düngen, damit die Wahrscheinlichkeit auf eine Mutation erhöht wird. Das heißt, wir sitzen hier noch eine ganze Weile und haben gemeinsam diesen unglaublichen Brokkoli-Anpflanz- und Gieß- und Düngespaß. Oh Mann. Aber naja, sonst habe ich das immer offscreen gemacht. Keine Ahnung, warum ich euch gerade mit in dieses Leid reinziehe. Ich muss echt auch mal gucken, ob die Blaubeeren fertig sind. Vielleicht sind sie immer endlich fertig. Nach, keine Ahnung, 16 Tagen? Wow. Blaubeeren. Habt ihr es denn mal geschafft? Oh, wir haben schon den nächsten Tag. Oh, das sieht fertig aus. Ey, sagt mir jetzt bitte nicht, dass keiner von euch eine Mutation ist. Wollt ihr mir sagen, dass keiner von euch, keiner mutiert ist? In den Höhlen, wo ich es angebaut habe, gab es zwei Mutationsmöglichkeiten. Ich habe sogar den teuren Dünger genommen. Merkt ihr das? Der Winter hatet mich. Der Winter hat irgendwie absolut keinen Bock darauf, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, Pflanzen züchte. So, wir gucken jetzt gleich mal aufs blaubeerige Ergebnis. Also das blaubeerige Ergebnis wird sagen, du wirst ganz viel Geld verdienen. Aber wird es noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Blaubeere. Nicht mal irgendwie die beste Blaubeere, nein. Einfach nur gottverdammte Blaubeere. Leute, das ist bitter. Einfach nur Blaubeeren. Das ist ein sehr dunkler Tag für dieses Let's Play. Oh Mann, na gut. Kann ich mal gerade düngen. Könntest du bitte aufhören, so zu laufen? Ja, ich weiß, ich könnte in den Bearbeitungsmodus gehen. Das mache ich aber nie. Das ist nicht mein Ding. Ich bin hier so freehand. So selbsthassmäßig unterwegs. Ihr kennt das ja. Hör doch mal. Och, Mädel. Okay, 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 okay. So. So. Dann dünge ich halt so. Das Spiel hat gewonnen. Ah. So. Ah. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Ich brauche auch gleich neuen Dünger. Und dann irgendwann wird ich gerne mal ins Bett gehen. Aber hey, scheiß drauf. Nee. So. Ah, nee, das hier geht nicht. Und das eine ist jetzt auch noch nicht fertig. Na gut. Dann. Ah. Mal gucken, wann ich ins Bett komme. Nicht, dass ich irgendwann einfach ohnmächtig umfalle. Das wäre auch nicht so gut. Dünger wird derzeit hergestellt. Ich will entnehmen. Sorry. Dünger? Hier, einfach mal irgendwie so. Okay. Und los geht's. Go. Letzter Düngerstreich. Hier habe ich schon, ne? Ja. Gut. Dann kann ich davon hier so drücken. So, weil wir gedüngt werden. Nee. Ah, ja doch. Nein, halt, stopp, was... Du solltest den Baum gar nicht... Ach, du bist eine so blöde Kuh manchmal. Jetzt habe ich auszusehen den Baum gefällt. Seht ihr, das passiert, wenn ich die Arbeitsansicht mache? Dann muss ich auszusehen irgendwelche unschuldigen Bäume fällen. Mann, ey. So. Okay. Die Folge ist eigentlich auch schon vorbei. Tut mir leid, dass ich euch jetzt mit dieser furchtbaren Sache hier zurücklassen muss. Okay. So. Ups. Okay, Freunde, wenn da jetzt, ohne Scheiß, wenn da jetzt kein Romanesco rauskommt, dann weiß ich es auch nicht.
Ich bin ein bisschen am Verzweifeln, was so Romanesco und Gelbmais-Sachen angeht. Ach, so, jetzt werde ich morgen ganz übermüdet und krank aufwachen und das weiß ich jetzt schon. 3, 2, 1, go! Und so. Ah, ich habe geträumt, dass ich etwas für Tabea erledigen muss. Ja, das kann gut sein, aber in erster Linie müssen wir Pflanzen züchten. Und natürlich auch ganz wichtig dann auch den, was war es, Nusskürbis, Butternusskürbis, irgendwie so. Oh, mir geht's richtig schlecht. Ich bin richtig krank. Ich habe nicht nur einen grünen Smiley, ich habe jetzt einen blauen und traurig guckenden Smiley. Das ist heftig. Okay, gut. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn die super-duper kranke Yume, also unser Charakter hier, sich wieder quer durch die Farm kloppt und wir gucken, was passiert. Ja, gut. Auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume, let's play Harvest Moon und das Dorf des Himmelsbaumes. Bye!